folge euch. Wer ist der Empfänger des Scans? Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maro Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine ziemlich einfache Aufgabe mit einer hohen Belohnung. Wenn der Auftrag so einfach ist, müsstet ihr mich nicht anheuern. Ah, aber jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nar Shaddaa zu gewinnen. Huttenclans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig. Okabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Okabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Wollt ihr, dass ich diesen Okabi dazu bringe, seine Meinung zu ändern? Darüber sind wir lange hinaus. Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Okabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Worum geht es? Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden. Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nar Shaddaa sich je wieder dem Imperium widersetzt. Wenn ihr einwilligt, natürlich. Reden wir doch mal etwas genauer über meine Bezahlung. Der diplomatische Dienst wird euch für eure Zeit voll bezahlen. Außerdem könnt ihr die Reichtümer der Exchange behalten.
Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl! Wir begeben uns in den koreanischen Sektor. Ein großes Technologiezentrum.
bisschen konzentrieren. Godoba, bitte. Ich habe gute Neuigkeiten. Versuchen Sie nicht, uns zu täuschen. Das versuche ich nicht. Aber ich möchte euch jemanden vorstellen. Willkommen. Erlaubt mir, euch die Verbündeten des diplomatischen Dienstes auf Nar Shaddaa vorzustellen. Das Schattensyndikat. Ich habe mit Abschaum wie diesem schon auf Huta zusammengearbeitet. Godoba der Hutte, Besitzer vom Club Vertica Casino und von 5 Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Varkutiai, Chomash der Nar Shaddaa Arbeitsallianz. Es gibt keine besseren Sklavenhändler in der Galaxis. Es ist mir eine Freude. Und hier noch DXTX, Primärschnittstelle des DX-Vernichternetzwerks. Ihre zerstörerische Kraft ist bemerkenswert. Verhandlungen zulässig. Sie vertreten wichtige Mächte auf Nar Shaddaa. Ukabi und die Exchange hätten sich ihnen anschließen können. Doch dank eures Angriffs müssen wir uns um die Exchange keine Sorgen mehr machen. »
Ein paar Insekten kriechen weiter, wenn man auf ihnen herumtrampelt. Das trifft es wahrscheinlich besser, als ihr glaubt. Die Frau hat euch belogen. Was? Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vor ihr schon gescheitert sind. Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Warum ist Okabi eine so große Bedrohung? Ich bin sicher, sie übertreiben, sie... Er stellt eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Attentätern auf. Die Produktion von Detonierungsdroiden wurde erhöht. Ah, gut. Wenn Okabi seine Lektion nicht lernen will, kann das Imperium sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Ich kann euch weiterhelfen, aber nur für mehr Geld. In Ordnung, ihr bekommt euer Geld. Meine Quellen berichten, dass Todesschwadronen der Exchange auf dem Weg sind. So wie ihr seine Einrichtungen zerstört habt, wird er unsere zerstören. Die Promenade, Fabriken, Sklavengefängnisse. Okabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Er rüstet Soldaten für den Kampf auf. Er muss aufgehalten werden. Ich... Was schlagt ihr vor? Soll die Exchange ruhig Zivilisten angreifen? Wir treffen mitten ins Herz. Was sind das für Verbesserungseinrichtungen? Ihr müsst die Tanks zerstören und die aus ihnen entstandenen Kreaturen ausschalten. Ich alarmiere unsere Truppen hier und habe ein Auge auf das Schattensyndikat. Wir reden weiter, wenn ihr zurück seid. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen.
Ich sag's dir, der Laden gehört dem Imperium. Könntest du bitte die Klappe? Ihr habt einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Ihr habt diesen Konflikt gestartet. Alle unsere Geschäfte leiden. Jetzt stirbt ihr alle. Okabi, ich freue mich schon lange darauf, euch zu treffen. Die Angreiferin. Ihr habt meine Truppen geschwächt. Doch meine Todesschwadronen warten durch Blut, während wir hier reden. Euer Kopf wird noch vor Sonnenaufgang meine Trophäe sein. Es sieht nicht gut aus. Ich weiß, aber ich habe an einer Strategie gearbeitet. Wie lautet der nächste Auftrag? Unsere Wachen haben ein paar der Verbrecher gefangen genommen. Die Basis der Exchange befindet sich in den Tunneln unterhalb dieses Sektors. Vielleicht sollten wir direkt angreifen. Alle vernichten, die Anführer und Okabi. Das DX-Vernichternetzwerk stimmt dem zu. Vielleicht. Ich denke, ich spreche im Namen des ganzen Schattensyndikats, wenn ich mir erlaube, die Frage zu stellen, ist das überhaupt möglich? Euer Syndikat besteht aus den mächtigsten Leuten auf Nar Shaddaa. Eure Leben sind sehr viel wert. Ihr müsst Okabis inneren Kreis ausschalten. Sie wurden alle kybernetisch verbessert. Handgemachte Meisterwerke. So stark wie ein Dutzend mandalorianischer Krieger. Wenn sie tot sind, geht in Okabis Gemächer. Tut, was ihr tun müsst. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Die Sternhunde, eine Gruppe von Kriegsveteranen, die der Republik nahesteht,